Konstruktionsmechaniker und Produktionsmechanikerinnen EFZ bearbeiten und montieren Bauteile aus Metallen, Kunststoffen oder Glas und setzen sie zu Geräten, Apparaten und Maschinen zusammen. Dazu erhalten sie die Aufträge von ihren Vorgesetzten. Sie können Fertigungsunterlagen und technische Zeichnungen lesen und erstellen die dazugehörigen Papiere. In ihrer Verantwortung liegt die Bedienung von konventionellen wie auch CNC-Maschinen. Bei einfacheren Bauteilen übernehmen sie die vollumfängliche Abwicklung des Auftrags. Präzision ist in diesem Beruf besonders wichtig. Produktionsmechaniker und Produktionsmechanikerinnen EFZ bearbeiten, messen, kontrollieren und dokumentieren ihre Arbeit sowie die gefertigten Bauteile. Serienproduktionen auf computergesteuerten Maschinen wie Laser- oder Wasserstrahlanlagen überwachen sie laufend. Mit Dreh- und Fräsmaschinen stellen sie zudem präzise Einzelteile her. Anschließend warten und reinigen sie die Anlagen. Auch manuelle Arbeiten wie Bohren und Löten gehören zu ihren Tätigkeiten. Sie setzen Bauteile manuell zusammen und schweißen unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen. Interesse an technischen Zusammenhängen, handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit gehören genauso zu ihrem Beruf wie Zuverlässigkeit.